22 Minuten würden wir auch so noch schaffen. Gehen wir auf die Kokosnusskanone. Vielleicht kriegen wir sie doch bereit. So, fast geschafft. Na toll, Magnetpilze, die ganz vorne sind, sollen beschützt werden. Ja, das sieht doch gut aus, aber statt dem Grabfresser nehme ich die Kirschbombe mit. Wobei, ach Mist, die Grabfresser wäre jetzt gut gewesen. Mist. War dumm. War dumm. Eventuell habe ich jetzt dann ein klein wenig Pech. Also ich habe es mir unnötig Kehrte gemacht. Okay, hier kommt ein Blitzschiff hin, die ich mir hoffentlich gleich leisten kann. Ansonsten muss ich den hier gleich zu Beginn starten. Das wäre, würde mir nicht gefallen. Ja, ich starte ihn. So. Das wird mir gerade zu viel. Bitte, bitte den da oben. Danke. So. Dann kommt jetzt der... Oh, das ist eigentlich das Beste, was passieren kann. Oh nein, 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 das machst du nicht. Tja, auch ein König ist am Ende nur ein Zombie und hat die gleiche Statur. Das ist... Nein, nicht gut! Puh. Zwei, vier Felderkräfte an, also auch die Zombies, die hier sind. So, ich mache hier schon mal neue Magnetpilze auch hin. Ein Durian. Stinkpilz. Auch hier Stinkpilz. Das ist nicht gut, aber eventuell sterben die auch schnell. Hoffe ich. Falls nicht, haben wir ja genügend Magnetpilze zur Hand. Nicht sehr gut. So, machen wir mal hier das hier. Damit wir wieder. Aber wir kriegen auch gleich wieder Spezialdünger. Machen wir gleich nochmal. So, dann. Kommt hier der hier. Oh. Nicht sehr gut. Mist, der hier hat ihn nicht mehr aufgehalten. Das sind die letzten. Mist, der hat doch zugehauen. Egal, geschafft. Unnötig schwer haben wir es uns gemacht, aber geschafft. Also gut. Ich kämpfe Dr. Zombos, aber ich muss sagen. Ach, Moment mal, das ist das nächste Level. Weiter. So, erstmal noch kurz in den Zen-Garten. Vielleicht ist die Ringelblume fertig. Ah, nein, 17 Minuten. Okay. 81.
Sprösslinge schon. Wow. So. Dr. Zambos, wir bereinigen das finstere Mittelalter von dir. Wir suchen an euch, unwürdiger Feind. Habt ihr bemerkt, wie wild eure Pflanzen werden, wenn sie Spezialdinger bekommen? Nun, und habt ihr euch schon einmal gefragt, woraus der Dinger besteht? Für wahr, ich sage es euch, Zombies! Spezialdinger wird aus Zombies gemacht. Nicht möglich! Wir düngen unsere Pflanzen nur mit hochwertigem Bio! Hey Penny! Woraus besteht der Spezialdünger nochmal? Ich fürchte, die Zusammensetzung muss ich erst analysieren, Benutzer Dave. Ich führe ein paar Tests durch. Etwas Geduld, bitte. Okay, die Geduld haben wir. Zwischenzeitlich machen wir Dr. Zombos fertig. Hat er einen Drachen gebaut? Aua. Oder gezähmt? Das sieht wie ein echter Drache aus. Der hat hier sogar eine Narbe. Magnetpilz hat Spezialdünger, cool. Den nehmen wir uns mal noch ein bisschen auf. Pustpilz. Jepsnuss. Das Cornerpult. Wobei das hier nicht ganz so gut war, das jetzt hier zu platzieren, aber egal. Nicht gut. So. Mach die doch endlich fertig. Oh Mann. Nicht gut. Vielleicht kriege ich ja doch noch ihn doch noch irgendwie. Nein, ich glaube nicht. Magnetis! Du bist nicht schon wieder. Den gleichen Fehler habe ich ja schon mal gemacht. Sehr gut. Oh, das ist ja gar nichts mehr. Aber auch kein Zombie mehr. Komischerweise. Ah, deswegen. So, nein. Nicht gut. Weg mit dir. Etwa die Hälfte hat Dr. Zombos nur noch. Was mache ich denn? Ich wollte ihn eigentlich da vorne platzieren. So. Geil wäre ja, wenn er da sein Hammer verlieren würde, aber leider ist der Stein. Zumindest sieht es so aus.
Das ist nicht gut ausgerechnet da, wo wir nichts mehr haben. Wir haben es fast geschafft. Fast geschafft. Na? Doch einfach. Mist. Nicht gut. Gar nicht gut eigentlich. Ach komm her. Ich hab zu viel Spitz. Es ist doch ein Roboter. Und wir haben ihn besiegt. Oh. Erfolg freigeschaltet. Aus der Dunkelheit. 2000 Erfahrungspunkte, sehr schön. Es deutet nichts darauf hin, dass Spezialdünger Zombies oder Zombie-Nebenprodukte enthält. Puh! Pflanzen sollten keine Zombies essen, die Pflanzen essen! Außer der Schnapper! Der muss, denn er braucht die Ballaststoffe! Warum lügt euer Zeitreisensgefährt euch an? Vielleicht machen wir uns da mal Gedanken drüber. Ich gehe nun und stelle sich einen Abgang mit manischem Gelächter vor. Einfach den Kopf abgetrennt. So, du hast die Schöpfung von Dr. Zombos, den dunklen Zombot-Drachen, besiegt. Bekämpfe Dr. Zombos. Abgeschlossen. Wir kriegen 500 Münzen. Zwei Samenpäckchen für den Sonnenpilz, der immer noch Level 1 ist. Zwei Samenpäckchen für den Magnetpilz. Zwei Samenpäckchen für die Sonnenbohne. Zwei Samenpäckchen für den Stinkpilz. Und das war's. Super. Damit haben wir das finstere Mittelalter. Vergiss nicht, dass in anderen Welten noch Levels auf dich warten. Ja. Weiß ich doch. Vergesse ich nicht. Damit hätten wir das Mittelalter durch und als nächstes würde die Neon-Mixtape-Tour kommen. Aber jetzt erstmal in den Zen-Garten. 7 Minuten noch. Okay. So, sehen wir uns mal kurz den Erfolg an. Natürlich heißt es, ja, wir haben das Mittelalter besiegt, aber trotzdem. So, schließe das Mittelalter ab. Jetzt fehlen nur noch 32 Erfolge. Super. Geil, fällt mir.
So, 32 nur noch. Hä, wie habe ich das jetzt geschafft? Keine Ahnung. Schieße Moderne ab. Schließe ein Level mit 20 Power-Schattenpflanzen ab. Okay. Schattenfamilie. Bist ein All-Star. Schließe ein Level ab, in dem die All-Star-Zombies nicht einmal eine Pflanze umrennen. Oha. Okay. Krass. Entfresse den Garantor der Moderne. Schließe ein Level ab, in dem jede Pflanze deiner Pflanzen aus einer anderen Welt stammt. Wow. Krass. Das können wir auch mal machen. Schließe das Jurassische Moor ab. Schließe ein Level ab, in dem T-Rexe 10 Zombies verschlingen. Aha. Besiege 7 Zombies mit einer einzigen Urzeitkartoffelmine. Entfresse den Gigantor aus dem Jurassischen Moor. Wende einen Parfümpilz auf einen Pterodactylus an, der einen Zombie zu deinem Haus trägt. Aha. Dinosaur. Halt alle Dinosaurier in einem Level davon ab, mit Zombies zu interagieren. Oha, wie das? Finger weg vom Mick. Schließe Seite B der Neon-Mixtape-Tour ab. Zurück aus der Zukunft 3. Pflanze in einem Level 3 Eigentümiane. Aha. Abbruch, Abbruch. Besieg einen Ghetto-Blaster-Zombie, bevor er seine Gefühle mit der Macht der Musik ausdrücken kann. Beat it. Schließe einen Level ab, indem du die Zombies nur mit Fatbeats besiegst. Lautstark, Stärke auf Anschlag. Besiege den Heavy Metal Gargantua. Davy Jones Vase. Schließe Piratensee-Herausforderung-Paket. Das haben wir eigentlich schon gemacht. Schließe die den Riesenwellenstrand ab. Bananenstürme. Schließe ein Strandlevel ab, bei dem du Zombies nur mit Bananen erledigst. Fliegenfisch-Fehlschlag. Schließe ein Level ab, in dem keine Pflanze den Fischern an den Haken gehen. Besiege den Tiefsee-Gargantuas. Um ihren Weltenschlüssel zu sammeln. Erledige 10 Zombies mit Schlingtang in einem einzigen Level. Besiege Welle 30 im Vasenbrecher-Endlos-Modus. Ja, das haben wir noch nicht. Schließe das ägyptische Herausforderer-Pack ab. Das haben wir schon eigentlich. Euer Hut, Sir. Zerstöre einen Zombie allein mit dem Magnetpilz. Ich habe keine Ahnung wie. Fungus Gigantus. Aktiviere 20 Pustepilze mit einem Paket Spezialdünger. Das müssten wir auch irgendwann mal machen. Sonnenbrand. Zünde eine Sonnenbombe. Bombe, um einen Pylonmech zu zerstören. Zerstöre einen Yeti. Haben wir das nicht eigentlich schon gemacht? Ich verstehe es nicht. Nehme 10 Zombies mit einer Chili-Bohne. Schließe den Wilden Westen ab. Haben wir eigentlich auch schon. Ach, nehmen wir mal. Da haben wir ja noch ein paar Level vor uns. Okay, naja. Also ein paar davon hätten wir eigentlich schon gemacht. Müssen wir leider nochmal machen. Aber egal. So, jetzt würde ich gerne noch die Ringelblume kriegen wollen. Im Zengarten. 4 Minuten, aber das ist die Biene, die benutze ich jetzt mal eben. Denn ich würde für heute Schluss machen. So, was kommt da rein? Ein Magnetpilz. Sehr schön. So, dann können wir uns jetzt noch was leisten. Wir leisten uns Feldrübe oder ein Durian. Leisten wir uns die Feldrübe. Fast Level 3. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir die Mixtape-Tour beginnen. Wie viele Level haben wir jetzt eigentlich? Also Welten haben wir jetzt eigentlich noch? Also die Neon-Mixtape-Tour? Spielkarte ist gerade 4, genau wie das Mittelalter. Und dann das Jurassische Moor, auch Schwierigkeitsgrad 4, aber 42 Tage sind das, das wird heftig. Und dann haben wir noch Riesenwellenstrand und Moderne. Also noch 2 mit Schwierigkeitsgrad 4 und 2 mit Schwierigkeitsgrad 5. Okay, und dann kommt dieser Spalt. Bin ich ja gespannt. Dann... Bis morgen, Leute. Ciao.